Ja moin, wir sind wieder unterwegs. Es geht für uns jetzt das Y rauf und da müssen wir jetzt erstmal ein Weilchen vom Tempelhofer Damm hier zum Startpunkt gehen. Weil es die letzten Tage dann doch so kalt war, habe ich heute meinen Mantel angezogen und heute scheint nicht nur die Sonne, sondern heute scheint die Sonne sogar warm. Und wenn sie nicht verschwindet, so wie gestern, dann war das bestimmt wieder die falsche Entscheidung. Aber gucken wir einfach mal. Lieber so als andersrum. Jo, ich hatte euch ja in den letzten zwei Videos und auch auf anderen Kanälen darum gebeten, mir einfach mitzuteilen, ob es irgendwas gibt, was ich für euch hier im Video allen Zuschauern und Zuhörern sagen soll. Tatsächlich habe ich nur eine Einsendung bekommen, aber das habe ich als Anlass genommen, um über genau dieses Thema noch ein bisschen mehr zu reden und deshalb jetzt direkt zu dem Talk. Ja, ich hatte ja heute vor, eure Fragen, eure Kommentare, irgendetwas, was euch auf dem Herzen liegt, hier im Video öffentlich vorzulesen, damit es ein wenig mehr Aufmerksamkeit generiert, damit ein paar mehr Stimmen sozusagen indirekt zu hören sind zu dem großen Thema der Porphyrien. Tatsächlich hat sich nur eine Person bei mir gemeldet, aber das werde ich zum Anlass nehmen, um über ihr Thema etwas mehr selber auch zu erzählen, von dem, was ich so kenne, von dem, was ich so weiß. Und ja, es geht um das Thema Heilung der Porphyrie und Forschung, warum vor allem es einfach so viel Zeit braucht, um tatsächlich irgendetwas in Bezug auf die Porphyrie zu entwickeln, zu erforschen, zu erfinden. Ich lese den Kommentar jetzt erst einmal vor und der wäre wie folgt. Die liebe Birgit schreibt, meine Frage wäre, warum die Forschung so lange braucht, um etwas zu finden, was diesen Gendefekt heilt. Es ist sicherlich nicht einfach, aber heute fliegt man zum Mond oder findet in Windeseile einen Impfstoff. Ich weiß von meiner AIP seit über 30 Jahren und ich finde, es hat sich in der langen Zeit nicht wirklich was getan. 30 Jahre. Das kann man doch, denke ich, erstmal auf sich wirken lassen. Ich meine, 30 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. So alt bin ich noch nicht mal. Noch nicht. Und wenn man vor allem dann immer wieder mit verschiedenen Problemen zu kämpfen hat, immer wieder Symptome auftreten, die man nicht verhindern kann, eigentlich über eine ganze Lebenszeit hinweg, das ja auch so sein kann, dann ist die Frage, denke ich, mehr als berechtigt, warum es einfach so lange dauert, bis sich überhaupt auf dem Feld der Porphyrie mal was tut. Und ich schildere jetzt einfach mal aus meiner Sicht der Dinge, warum der aktuelle Stand so ist. Möchte vorher aber noch einmal kurz darauf eingehen, Porphyrin, das ist ja nun mal quasi ein Gendefekt. Also es ist wirklich das Erbgut selber, was betroffen ist. Und ja, eine richtige Heilung für diesen Gendefekt, das würde ja bedeuten, dass man in das menschliche Genom eingreift. Aber natürlich kann man sich auch fragen, warum gibt es quasi kein Medikament, was irgendwie so für alle verfügbar gegen die Porphyrie wirkt. Relativ neu ist, Ende 2019 wurde es quasi für die Europäische Union zugelassen, unter dem Namen Girovisan oder Giflari bekanntes Medikament. Unter Girovisan wurde es entwickelt. Giflari ist der Name, unter dem es zum Beispiel auch generell von der FDA approved, sozusagen, ich sag mal, zugelassen ist, nicht unbedingt verfügbar. Denn über die Verfügbarkeit entscheiden nochmal ganz andere Instanzen.
Also quasi, wenn ein Medikament zugelassen ist, dann dauert es noch, bis es überhaupt verfügbar ist, beziehungsweise eventuell ist es auch gar nicht verfügbar. Das ist im gewissen Sinne dann auch immer hier auch in der EU irgendwo auch Ländersache. Um nochmal darauf zurückzukommen, was das jetzt nun für ein Medikament ist, das ist eins und das erste ist es überhaupt. Also das ist quasi nach 28 der 30 Jahre, die Birgit hier beschreibt, wurde es überhaupt erstmal zugelassen. Und dieses Giflari, das ist quasi eine Schubprophylaxe, das kann halt auch Symptomen vorbeugen. Es basiert auf siRNA. Das mit der siRNA kann man sich so vorstellen. Ein kleiner Teil des Genoms wird zum Beispiel für ein gewisses Enzym gebraucht, um dieses auszuprägen. Dieser kleine Teil wird dann einmal kurz abgeschrieben und nach dem Muster wird sozusagen ein Enzym gebaut. In diesem speziellen Medikament wird dann aber das abgeschriebene ja genommen und sozusagen wieder zerstört. Das hat zur Folge, dass sozusagen Schübe deshalb nicht auftreten können, weil diese Hochregelung der Hämproduktion, mit dem der Körper nicht klarkommt, die kann dann so nicht stattfinden. Also es wird halt nicht aktiv in das Genom eingegriffen, sondern nur in kleine Teile, die aus dem Genom heraus kopiert und weiterverwendet werden sollen. Das hat natürlich nun aber auch sehr lang gedauert. Und deshalb jetzt einfach mal so meine 5 Cent dazu. Warum dauert es überhaupt so langsam, genau. Warum dauert es überhaupt so lange, um überhaupt ein Medikament zu entwickeln, was zumindest Schüben vorbeugen kann, wenn es schon kein Medikament gibt, was die Erkrankung selber heilen kann? Dazu zwei Aspekte, wobei der zweite in den ersten am Ende mit reinspielt. Erster Aspekt. Jedes Unternehmen hier in der aktuellen Gesellschaft, in der wir leben, muss wirtschaftlich handeln, alleine schon, um weiter zu existieren. Das ist ja ganz klar. Das möchte euer Friseur auch, das möchte auch der Blumenladen, das möchte auch ein medizinischer Pflegedienst und das möchte auch ein Lebensmitteleinzelhandel. Das ist logisch. Also muss ein Pharmaunternehmen sich auch überlegen, welche Medikamente stellen wir her? Und da ist es natürlich sinnvoll, Medikamente herzustellen, die möglichst viele Betroffene erreichen, damit einfach die Käuferschaft groß ist. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Bereich da ist, wo es noch überhaupt kein Medikament gibt, dann kann man sich natürlich überlegen, ob sich das lohnt, ein Medikament zu entwickeln. Denn dann wäre man vielleicht der Erste auf dem Markt und könnte dadurch die ganzen Entwicklungskosten, die es ohne Zweifel gibt und die bei Medikamenten ja nochmal, weil es um die menschliche Gesundheit geht, sehr, sehr hoch sind, die könnte man dann vielleicht so auch wieder einspielen und irgendwann vielleicht auch ein wenig Profit machen. Wie gesagt, jedes Unternehmen muss auf einem gewissen Level wirtschaftlich handeln. Jetzt sind die Porphyrien aber nun sehr seltene Erkrankungen und unterschiedliche Porphyrien werden auch unterschiedlich behandelt. Wir hatten ja vor einigen Videos den großen Unterschied, vor allem zwischen den erythropoetischen und den akuten hepatischen Porphyrien, was die Behandlung angeht. Ja, und wenn nun weniger Betroffene da sind, dann ist die, ich sage mal, potenzielle Abnehmerschaft ist klein. Und dann spielt halt eben auch noch mit rein. Es ist ja nicht nur die theoretische Käuferschaft sozusagen, die so klein ist, sondern so ein Medikament muss erstmal durch einen sehr, sehr langwierigen Zulassungsprozess. Damit ein Medikament zugelassen werden kann, müssen medizinische Tests erfolgen, die typischerweise dann erst einmal, ich sag mal, in Petrischalen stattfinden, so In-vitro-Tests. Dann wird so ein Medikament einem anderen Lebewesen gegeben, zum Beispiel Mäusen oder Ratten oder anderen Nagetieren, um einfach erstmal zu schauen, wie sich das dort auswirkt, ob vielleicht irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, wie oft und unter welchen Umständen vielleicht Nebenwirkungen auftreten. Denn gegebenenfalls muss dann erst einmal weiter geforscht werden, bevor man auf die nächste Stufe gehen kann. Und schließlich
Schließlich irgendwann wird es an Patienten getestet, die sich dafür natürlich aber erstmal finden müssen. Es ist dann oft schwierig, überhaupt erstmal Probanden zu bekommen. Das geschieht dann auch über einen sehr viel längeren Zeitraum der, ja, ich sag mal, Akquise. Und selbst wenn man eine gewisse Anzahl gefunden hat, dann ist diese meist viel, viel geringer als für, ich sage mal, ein Kopfschmerzmedikament. Anstelle von, ja, 1000 bis 10.000 hatte man für dieses Medikament am Ende, ich meine, 71. Rund um die 70 waren es auf jeden Fall. 70 war das Ziel, nachdem das erste Ziel mit 50 ziemlich schnell erreicht war. Aber 70 Patienten quasi sind immer noch nicht eine hohe Aussagekraft. Wenn zum Beispiel jeder Tausendste im Durchschnitt eine gewisse Nebenwirkung erfährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in dieser Stichprobengröße eine gewisse Nebenwirkung einfach gar nicht auftritt. Eine Zulassung erfolgt deshalb häufig vorläufig, wenn überhaupt. Denn bei einer Zulassung muss halt eben ausgewogen werden, wie hoch ist wirklich der Nutzen. Und wenn die Stichprobe so klein ist, dass es doch relativ wahrscheinlich ist, dass noch irgendwelche Nebenwirkungen bestehen, dann muss der Nutzen einfach sehr, sehr hoch sein für die Betroffenen. Das war es zum Glück in diesem Fall, weshalb das Medikament auch erst einmal, ich sag mal, zugelassen ist, in Europa auf jeden Fall und in den USA, aber mit Einschränkungen. Also es wird aktuell nur, ich sag mal, Härtefällen möglich sein, überhaupt ja zu versuchen, an das Medikament zu kommen. Also wirklich sehr schwer kontrollierbare Porphyrien. Aber dann ist es auch trotzdem so, dass dieses Medikament nur in gewissen Zentren verabreicht werden darf, wo eine gewisse Schulung vorher stattgefunden hat, wo die Betroffenen oft sehr weit reisen müssen, was ja gerade bei schweren Verläufen nicht unbedingt möglich ist. Oder bei Patienten, die immer wieder schwere Probleme bekommen. Und auch da ist es dann oft so, dass die Betroffenen dann über Jahre erst noch mal ein paar Fragebögen dazu ausfüllen müssen, wie es ihnen ergangen ist, was sehr aufwendig ist, aber eine Forderung von den jeweiligen Gesundheitsbehörden, um wirklich noch mal abschließend zu klären, ob es irgendwelche Langzeitnebenwirkungen vielleicht auch gibt. Das natürlich spielt wieder den ja, wirtschaftlichen Entscheidungen des Unternehmens mit hinein. Denn so ein Unternehmen muss dann auch das mit einkalkulieren, auch eine lange Phase, in denen sie ihr Medikament nur in ganz kleinen Chargen produzieren und dann sehr teuer verkaufen müssen. Oder ja, auch ständig immer noch mit dem Risiko leben, dass es irgendwann auch wieder vom Markt genommen wird. Also im Endeffekt, das sind quasi die beiden großen Gründe. Erst einmal überhaupt die wirtschaftliche Entscheidung, lohnt sich die Entwicklung oder lohnt sie sich nicht. Dann die mögliche Hürde, wird es überhaupt zugelassen? Inwiefern wird es zugelassen und wird es dauerhaft zugelassen? Und auch zugänglich zu den Patienten, denn wie wir gerade geklärt haben, Zulassung und Zugänglichkeit sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, was dann ja auch wiederum ja, die mögliche Wirtschaftlichkeit wieder mit beeinflusst. Das ist der Status quo. Das sind quasi die Gründe, die ich kenne. Aber im Endeffekt, ja, stelle ich mir auch die Frage, muss das denn so bleiben? Es gibt ja nun mal wirklich für sehr wenige Menschen, aber es gibt ihn, diesen doch sehr großen Bedarf. Und schließlich und endlich muss man nun mal auch sagen, also das Recht auf quasi Wohlfahrt, auf Gesundheit, wo auch eben das Recht auf eine gewisse medizinische und ärztliche Versorgung mit reinspielt, ist halt nun mal auch als Menschenrecht festgelegt. Ich würde mir wünschen, dass es da langfristig vielleicht auch durch Aktionen wie diese Porphyria Awareness Week, dass einfach gesehen wird, dass dieser Bedarf einfach da ist, dass es Menschen gibt, die so gerne ein ganz normales Leben führen würden und nicht ständig versuchen müssten, alle möglichen Trigger zu meiden, um dann am Ende doch wieder durch irgendwelche Faktoren, die vielleicht sie auch gar nicht beeinflussen konnten, dann ja, Symptome, Schübe und
viel mehr zu erfahren. Ich fände es auch einfach schön, wenn dieser Bedarf gesehen werden würde und wenn auf welcher Weise auch immer sich langfristig etwas daran ändern könnte. Also, lieben Dank, Birgit, dass du dich gemeldet hast, denn das konnte ich nehmen, um einfach nochmal ein großes Thema hier anzusprechen. Ich hoffe, dass viele von euch dauerhaft noch dran geblieben sind und damit schicke ich euch jetzt einfach mal zurück zum Rest der Strecke des fünften Tages. Das Y ist fertig, der fünfte Tag ist, was das Gehen angeht, hinter uns gebracht. Ich merke langsam, dass es doch schon anstrengend wird. Man sieht jetzt natürlich auf der Karte nur eine gewisse Strecke, die wir halt jeden Tag gegangen sind. Tatsächlich sind das aber im Schnitt so 20.000 Schritte am Tag immer so schon gewesen. Das ist dann doch so das Doppelte von dem, was ich sonst gehe. Und ja, man merkt es jetzt am fünften Tag, denn schließlich müssen wir auch immer noch an den Startpunkt hin und vom Endpunkt auch wieder zurück. Und manchmal ist das einfach schon über einen Kilometer, den man zum Startpunkt gehen muss. Ja, und dazu kommt natürlich auch, dass jeden Tag so ein Talk gedreht wird, na, Let's Talk Porphyria. Das braucht Planung, das braucht die Zeit, die man dann vor der Kamera verbringt. Und das alles muss natürlich am Ende alles zusammengestückelt werden und eventuell noch irgendwie geschnitten werden, wenn man den Faden zu sehr verloren hat oder dergleichen mehr. Das passiert uns ja, wir sind ja nun mal echt keine Profis hier. Aber ja, jetzt kommt erstmal ein R, ein kleines, und dann kommt ein kleines I. Das ist ganz gut, da können wir vielleicht dann die Akkus wieder ein bisschen aufladen, weil wir nicht so lange Touren für die Anstrengung, für die körperliche eben haben, ist das so positiv. Und weil man dann einfach noch mehr Zeit vom Tag hat, anstatt einfach aufstehen, schon mal ein Thumbnail erstellen, dann vielleicht schon mal eine Beschreibung machen, dann irgendwann losgehen, dann immer zwischendurch Kamera raus, abfilmen, fotografieren, schreiben. Ja, ihr merkt schon, es ist ein ganzes großes Stück Projekt, was wir uns da ausgesucht haben. Aber es ist halt eben auch wichtig, dass einfach so ein bisschen Awareness entsteht. Und deshalb ziehen wir das jetzt durch. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Und deshalb sage ich einfach schon mal bis dahin. Ciao!